Am 4. Oktober 1957 schoss die Sowjetunion den ersten künstlichen Satelliten ins All. Mit Sputnik 1 begann das Zeitalter der Raumfahrt. Seitdem wurden an die 9000 Satelliten ins All geschossen. Wenn diese ausgedient haben, werden sie jedoch nicht auf die Erde zurückgeholt, sondern im Orbit gelassen. Schon seit Jahren warnen Experten, dass diese künstlichen Objekte die Raumfahrt zunehmend gefährden. Unter Weltraummüll fallen alle nicht mehr benötigten Teile von Raumfahrt- und Satellitenmissionen. Das können alte Satelliten- und Raketenteile sein und im Einzelfall auch das verlorene Werkzeug von Astronauten. Schätzungen zufolge schweben derzeit 750.000 Objekte zwischen 1 und 10 cm Durchmesser im Orbit. Die steigende Zahl an herumschwirrenden Teilen führt zu immer mehr Zusammenstößen, aus denen weitere Fragmente entstehen. Diese Kettenreaktion an Kollisionen nennt man Kessler-Syndrom. Der herumschwirrende Müll kann zu einer Gefahr für die Raumfahrt werden. Schrottteile, die größer als 10 cm sind, können bei einer Aufprallgeschwindigkeit von bis zu 12 km pro Sekunde Satelliten oder Raketen vollständig zerstören. Aber selbst Einschläge viel kleinerer Teile können eine Satellitenmission stark beeinträchtigen oder sogar zu deren Abbruch führen. Um Kollisionen mit Weltraummüll zu vermeiden, beobachten die zuständigen Observatorien der NASA permanent alle bekannten Teilchen ab einer Größe von 1 cm. So kann ein Kollisionskurs mit der ISS oder anderen Raumfahrzeugen meist mehrere Tage im Voraus erkannt und durch ein Ausweichmanöver verhindert werden. Ist Weltraummüll für uns gefährlich? Wenn Teile von Weltraummüll in die Erdatmosphäre eintreten, verglühen sie normalerweise. Das hängt jedoch von Größe und Masse des Objekts ab. Besonders große Teile können den Eintritt in die Atmosphäre überstehen. Die meisten Teile landen jedoch im Wasser, da 2/3 der Erdoberfläche aus Wasser bestehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns tatsächlich eines Tages ein Stückchen Weltraummüll auf den Kopf fällt, ist also sehr gering. Wie kann der Weltraummüll wieder entfernt werden? Im Juni 2018 setzte die ISS-Besatzung den Satelliten Remove Debris in den Orbit. Das System wurde von Forschern an der University of Surrey entwickelt und fängt mit Hilfe eines Netzes Weltraummüll ein. Das Experiment ist Teil einer ganzen Serie von Versuchen, mit unterschiedlichen Techniken das zunehmende Abfallproblem im Orbit zu kontrollieren.